Willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und wir feiern heute mal Jubiläum, 90 Jahre Lufthansa in Berlin. Hätten Sie das gedacht? Und darüber will ich reden mit Thomas Kopp. Herzlich willkommen. Sie sind quasi der Botschafter der Lufthansa in Berlin. Ihr offizieller Titel heißt Bevollmächtigter des Vorstandes der deutschen Lufthansa. Toller Titel, passt kaum auf die Visitenkarte. Ja, muss auch viel umfassen, weil wir in Berlin nach der Wende sehr viel investiert haben und viele Betriebe hier haben. Insofern umfasst der Titel die mehr als 20 Firmenteile der Lufthansa hier im Berliner Raum. Ja, wir wollen mal ein bisschen feiern und uns erinnern. Die meisten erinnern sich gar nicht daran, dass die Lufthansa 40 Jahre gar nicht mehr in Berlin gewesen ist. Ja, das ist das Interessante an den 90 Jahren Firmengeschichte. Muss man ein bisschen aufschlüsseln. Also einmal waren 10 Jahre zwischen 1945 und 1955 gar keine Lufthansa da. Weil die gab es überhaupt nicht die mehr. Die gab es nicht mehr. Das war aufgelöst. Die erste Lufthansa, die ja nicht sozusagen der Rechtsvorgänger der jetzigen ist, aber Namensträger, ist 26 gegründet worden von der Weimarer Republik. Hier in Berlin. Hier in Berlin, ganz genau in einem Hotel Kaiserhof. Da steht heute die tschechische und die nordkoreanische Botschaft. Ja. Gegenüber ist ein bekannter Supermarkt, wo bekannte Kunden aus der Politik auch einkaufen. Sagen wir jetzt keine. Die Kanzlerin geht da einkaufen. Jedenfalls dort ist das 26 gegründet worden und dann ist es allerdings mit der deutschen Geschichte sozusagen im Zweiten Weltkrieg untergegangen und dann hat man mit dem Deutschlandvertrag 1955 die Lufthansa neu aus der Taufe gehoben und insofern gibt es eigentlich mehrere Jubiläum. Letztes Jahr waren es dann 60 Jahre Neugründung, dieses Jahr sind es 90 Jahre Wiederkehr unseres Gründungsjubiläums und letztes Jahr hatten wir auch noch eins, 25 Jahre wieder in Berlin und da haben Sie recht. Das koppelte da an die 40 Jahre, wo wir hier durch Alliiertenbeschluss gar nicht hin durften. Ich will noch mal auf das Jahr 26 gehen. Gegründet schon ein bisschen früher, aber der Flugbetrieb wurde erst 1926 aufgenommen. Gegründet im Januar 26 in diesem Hotel Kaiserhof und dann wurde der Flugbetrieb im April 1926 aufgenommen und das war eine Strecke aus Tempelhof heraus, die dann natürlich nicht wie heute im Wesentlichen schon mal 500 Kilometer mindestens direkt war. Das ging dann über Erfurt, Nürnberg, über München und ich glaube dann bis Zürich. Also es waren mindestens 4 Zwischenlandungen. Es waren auch kleine Flugzeuge, war ein kleiner Flugbetrieb. Aber ein großes Datum für die größte Airline Europas heute. Ne? Gibt es denn dieses erste Flugzeug noch? Nein, das gibt es nicht. Aber jetzt komme ich noch mit dem Jubiläum. Wir haben gerade in diesen Tagen 80 Jahre unserer Junkers 52, U-52, die alte Tante Ju, wie man auch sagt, gefeiert. Das war sozusagen ein wichtiges Flugzeug, was wir in den 30er Jahren, in den 20er Jahren in Bedienung hatten. Und das wird gerade total überholt. Das gibt es ja schon seit 30 Jahren als touristisches Element. Das kann man buchen und das wird auch ab Juni, Juli wieder fliegen. Das fliegt ist ja, jetzt mit Rolls-Royce-Motoren, nicht, glaube ich. Ja, und das heißt Berlin-Tempelhof. Das ist auch eine Verbindung der Lufthansa zu eben dem Flughafen, wo alles losging vor 90 Jahren. Also dieses Flugzeug steht in Berlin. Ich bin mal damit in Hamburg geflogen vor 30 Jahren, als es kam. Ich glaube, aus Amerika wurde eine Maschine rübergeflogen. Richtig. Ja, da war ich dabei. Ich erinnere mich gut an diese Bilder, ja. Ja, wo alle staunten, dass diese U immer noch fliegt. Ja, das ist ein sehr robustes Flugzeug gewesen. Das war dann in Ecuador zwischendurch im Betrieb, war dort an Ölfeldern eingesetzt. Also wenn man sich die Geschichte dieses Flugzeugs anguckt, ist es nicht nur deutsche Technik- und Wirtschaftsgeschichte, sondern auch eigentlich eine Weltgeschichte. Denn ein Amerikaner hat das dann in Ecuador gekauft und in USA auch bei irgendwelchen Flugshows fliegen lassen und hat die Lufthansa in der Tat vor 30 Jahren dieses Flugzeug total wieder repariert und es sozusagen in ihre Technikgeschichte eingereiht. Und es ist übrigens ein fliegendes Denkmal, denn das ist das erste Flugzeug in Deutschland, was vom Denkmalschutz jetzt gerade als Denkmal benannt worden ist. Man darf es trotzdem noch fliegen? Ja, es wird gerade in Hamburg in der größten der Lufthansa-Werften total überholt. Da gab es natürlich einige Themen, wobei das immer unter Wartung steht, aber man hat jetzt ein größeres Event da entdeckt und das wird jetzt groß repariert. Aber wir denken so im Juli, spätestens im August ist es wieder in der Luft. Ja, und dann in Berlin wieder.
Dann in Berlin, ja, und in ganz Europa. Das geht mal nach Antwerpen, das geht mal nach Mailand. Das ist ein Flugzeug, was sehr begehrt ist, weil es von diesem berühmten Flugzeugtyp gerade mal noch etwas mehr als eine Handvoll gibt. Ja, also, wenn Sie mal Besuch haben, ja, dann mieten Sie sich mal, kann man mieten. Ja, kann man mieten. Im Internet, also bei Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, Junkers 52, da kann man vielleicht noch nicht heute den Tag benennen, weil es eben in dieser Werft repariert aber wird. Aber kommt. Ja, ganz sicher. Ja, ja. Jetzt gehen wir mal von der Geschichte weg in die Gegenwart. Ja. Was bedrückt Sie denn am allermeisten in Berlin? Dass es noch Tegel gibt, dass es noch nicht BER gibt oder dass es nicht mehr Tempelhof gibt? Fangen wir mal mit Tegel an. Ja, Tegel, muss man sagen, bringt eine Meisterleistung. Tegel ist ja vor 42 Jahren eröffnet worden und hat damals eine Kapazität eigentlich erreichen sollen von so, ich sag mal, wenn man es großzügig rechnet, von 10 Millionen. Jetzt ist es mehr als das Doppelte, wird da jetzt reingequetscht. Ich sag das so, wie es ist. Merkt jeder, der dahin fährt. Ja gut, es hat seine Vorteile, es ist nach wie vor, das war ja dieses geniale Konzept für die damalige Zeit, dass man da in Minutenfrist im Flugzeug sein kann. Aber Tegel hat jetzt seine Grenzen erreicht. Also wir können noch froh und dankbar sein, ich will nicht sagen über die Klimaveränderung, aber wir haben ja in den letzten Jahren keine richtigen heftigen Winter mehr in Berlin gehabt. Aber wenn einer dieser Winter gewesen wäre, dann hätte ich schon Prognosen gehabt, dass es dann sehr schwierig geworden wäre in Tegel. Weil es so eng ist, allein die Abrollzeiten und die Abrollwege auf dem Flugfeld sind schwierig. Das hat uns auch mit in die Entscheidung zusammen mit der Berliner Flughafenverwaltung gebracht, den schon angekündigten auch Langstreckenflug für die Zeit, wenn dann Schönefeld eröffnet ist, hinauszuschieben, weil ich glaube, in Tegel passt jetzt zumindest von uns kein Langstreckendienst mehr hinein, rein physikalisch nicht, da ist kein Platz mehr. Aber es gibt ja eine Gruppe in Berlin, eine Arbeitsgemeinschaft oder wie immer sie sich nennen, ja, die wollen, dass Tegel nun unbedingt offen bleibt. Das ist doch eigentlich längst anders entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die beiden innerstädtischen Flughäfen Tempelhof und Tegel geschlossen werden, und zwar 6 Monate, nachdem der neue Flughafen Schönefeld eröffnet wird. Jetzt wissen wir nicht, wann er eröffnet wird, also ich lasse mich da auch nicht auf Spekulationen ein. Schade, ich wollte eben noch drauf eingehen. Da gibt es andere Berufenere, die Sie da fragen können. Es ist ja auch im April wieder eine Aufsichtsratssitzung. Wir haben ja ein bisschen Operation auch, also von unseren Flügen in Schönefeld. Der Hauptteil ist aber in Tegel. Also wir sind dafür, dass die Bevölkerung auch in Sicherheit gebracht, also in Sicherheit gewogen wird, so möchte ich es mal sagen. Man kann nicht ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil machen und einen Planfeststellungsbeschluss der Bundesländer Berlin und Brandenburg und sagen, diese beiden Flughäfen werden geschlossen und dann baut man in Schönefeld einen neuen und dann heißt es hinterher April, April. Wir sind ja auch im April. Das geht nicht. Hier ist auch für alle Beteiligten Rechtssicherheit anzubringen. Und ich verweise nur darauf, dass es in Deutschland mit Frankfurt und München, das sind die beiden größten Airports, auch sehr gute, wir nennen das Single Airport Konzepte gibt. Schönefeld hat 2 Bahnen. Schönefeld kann auch noch, wenn es Bedarf ist, und der ist übrigens bald da, eine Erweiterung vertragen. Also man kann ja ein neues Terminal, also ein Satellit, wie man das nennt, zusätzlich zu dem jetzigen Terminal anbauen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Bleiben wir nochmal einen Satz bei Tegel. Wenn ich sagen würde, das ist eine Schnapsidee, Tegel offen zu halten, würden Sie dem zustimmen? Also ich würde bei solcher Wortwahl jetzt mich nicht aufhalten wollen. Aber ich meine, man muss schon auch schauen, sowas kostet auch Geld. Und an 2 Flughäfen mit einem Gesamtvolumen von um die 30 Millionen 2 Betriebe aufzuhalten, das kostet auch viel Geld. Das ist einmal ein Thema für den Steuerzahler, aber zugegebenermaßen auch für die Nutzer des Flughafens, die ohnehin schon eine Gebührenstruktur haben werden in Schönefeld, die nicht ohne ist. Und irgendeiner muss dann auch... Sprich auf Deutsch übersetzt, es wird teurer werden in Schönefeld. Es wird in Schönefeld teurer werden. Gut, es gibt ja auch die ein oder andere zusätzliche Verbesserung dann, wenn es dann mal eröffnet wird. Aber ich glaube, das sage ich jetzt für den Lufthansa-Konzern, ist man mit einem gut funktionierenden Schönefeld, dann kann man da zufrieden sein, wenn man an eine Erweiterung, die ja auch im Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist, zu Zeiten denkt. Am 22. April in diesem Monat, wo hier der Aufsichtsrat tagt, wird ja auch in München ein neuer Terminal eröffnet.
Also man muss auch in der Zeit überlegen, wie kann man mit dem großen Wachstum, was ja Berlin hat, eben auch einhergehen. Und da muss man auch an Erweiterungen mittelfristig denken. Provisorien sind da immer auch nur die halbe Wahrheit. Ne? Also wenn ich Sie richtig verstehe, der Beschluss des Verwaltungsgerichtes und vorher der Beschluss der Politik, Tegel dicht zu machen, bleibt so bestehen. Und Schönefeld, Ihre Hoffnung, wird hoffentlich irgendwann mal eröffnet. Sie wollen sich an den Spekulationen nicht beteiligen, wann das sein wird. Aber gehen wir mal daran, angenommen, es würde 2018 passieren oder 2017, nächstes Jahr. Ja? Reicht denn dieser Flughafen aus? Sie haben ja eben auch gesagt, die Langstreckenflüge kommen nicht mehr nach Tegel, nein, sondern Sie warten auf die Eröffnung, ja, Schönefeld, und erst dann gehen Sie mit den Langstreckenflügen. Sie werden aber kommen dahin, von unserer Eurowings-Gruppe. Ja, aber nicht mehr nach Tegel. Das ist die derzeitige Planung, weil man uns auch signalisiert hat, dass dort kein Platz mehr ist. Also es ist auch noch ein Unterschied, ob Sie jetzt ein Kurzstreckenflugzeug schnell bewegen können oder eben ein großes Langstreckenflugzeug. Und das sehen wir im Moment auch von der Bedienung nicht mehr möglich in Tegel. Also, wir reden über den Flughafen Schönefeld, den Flughafen Tegel, der, wenn Schönefeld eröffnet wird, 6 Monate später geschlossen werden muss. Das soll auch so bleiben. Ja. Und mein Gast heute ist Thomas Kopp, er ist der Bevollmächtigte des Vorstandes der Lufthansa. Und wenn es einer wissen muss, was passiert im Luftverkehr, zumindest bei der Lufthansa, dann sind Sie das. Deswegen bin ich froh, dass Sie da sind. Wir machen jetzt eine kleine Pause, denn wir sind Privatsender und müssen ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir sind aber gleich wieder da.